zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch endlich den Jet Set Glow Beauty Adventskalender von YesStyle. Ich habe mich so darauf gefreut, weil ich ein Riesenfan von YesStyle, von diesem asiatischen Kosmetikshop bin. Die beliefern die ganze Welt mit Kosmetik aus Asien, aus Korea, aus Japan. Da kommen ja die besten Beauty-Produkte her. Und dieser Adventskalender ist vollgepackt mit einem Wert von über 400 Dollar. Wenn ihr jetzt Lust habt zu sehen, was da drin ist und ihr auch einen kompletten Kalender gewinnen wollt, dann bleibt dran, viel Spaß mit dem Video und los geht's. Also ihr Lieben, kurz ein paar kleine Fakten. Er launcht heute am 6.10. Bis zum 13.10. ist ein Pre-Sale. Ich weiß nicht, ob ihr da einen Rabatt bekommen könnt. Die Info habe ich gerade noch nicht. Ich verlinke euch alle Informationen unten in der Infobox. Schaut da auf jeden Fall rein, auch ob es irgendwelche Rabattcodes gibt, weil aktuell sind mir noch keine bekannt. Er kostet 169 Dollar. Aber wie gesagt, es soll ein Produktwert von über 400 Dollar sein. Und diese asiatischen Kosmetikprodukte, die haben meistens eine bessere Wirkstoffkonzentration, haben meistens keine Duftstoffe und sind auch für sensible Haut gut geeignet. Deswegen bin ich mega scharf drauf zu sehen, was da drin ist, was ich davon gut nutzen kann. Und hier ist nicht nur Pflege drin, sondern auch Make-up. Und ihr könnt einen kompletten Kalender gewinnen. Allerdings sponsort YesStyle dieses Giveaway sozusagen, also das Gewinnspiel. Und deswegen möchten die, dass ihr denen auch auf Instagram folgt. Das kann ich total nachvollziehen. Die haben auch nur einen Instagram-Account, der ist aber riesig. Und vor allen Dingen erfahrt ihr dann die ganzen Deals, die die haben. Das heißt, die Bedingung ist quasi, dass ihr selber auch einen Instagram-Account habt. Ich weiß, nicht jeder von euch hat das, aber die meisten ja schon. Und man kann ihn übrigens in 2-3 Minuten erstellen. Das ist komplett anonym, wenn ihr so wollt. Und schaut auf jeden Fall in meine Infobox für die ganzen Bedingungen. Ihr müsst einfach nur einen lieben Kommentar hinterlassen. Natürlich Abonnent von meinem YouTube-Kanal sein, das ist ganz klar. Am besten hinterlasst ihr einen Kommentar, welches Produkt euch am besten gefallen hat aus dem Kalender. Und ihr schreibt euer Instagram-Profil hin. Denn YesStyle wird jemanden auswählen und werden natürlich auch gucken, ob ihr denen auch folgt. Das heißt, das ist so die Bedingung von denen. Und ich habe mir gedacht, damit auch diejenigen unter euch gewinnen können, die sagen, ich will mir jetzt aber kein Instagram-Profil erstellen, ich verlose 2-3 Artikel aus dem Kalender. Allerdings wird es nur eine kleine Verlosung geben. Nur die Sachen, die ich selber wirklich gar nicht vertragen werde. Das heißt, irgendetwas mit Vitamin C, irgendetwas, was für ölige Haut ist oder irgendetwas, was gegen Aknenarben ist. Das heißt, nur dann, wenn das auf euch zutrifft, macht es Sinn, ansonsten teilzunehmen, wenn ihr kein Instagram habt. Aber das wollte ich direkt mal vorab sagen, weil ich finde es so cool, dass sie das machen. Und es sind halt super hochwertige Produkte, die verkaufen die halt für über 400 Dollar. Ja, kann ich verstehen. Ich bedanke mich herzlich bei YesStyle und ich freue mich jetzt total, das Ding aufzumachen. Wenn ihr Lust dazu habt, viel Spaß und los geht's. Also ihr Lieben, ich werde euch übrigens natürlich die ganzen Preise von den Produkten einblenden und ich werde euch vielleicht auch einblenden, was sie so können sollen, weil ich weiß nicht, ob hier eine Beschreibung drin ist. Ich zeige euch mal, wie der Kalender ausschaut. Also der ist riesengroß, ne? Das ist ein Riesending. Es wiegt, glaube ich, fast 5 Kilo, weil hier nur Originalgrößen drin sind. Also ihr kriegt hier keine Tester oder so. So macht ihr den auf und dann finde ich, ist es auch ein sehr, sehr schönes Design. Hier stehen ganz unterschiedliche Worte drauf, zum Teil auf Deutsch, auf Französisch, auf Englisch, auf unterschiedlichen Sprachen und natürlich auch auf asiatischen Sprachen. Ich weiß jetzt nicht, was das ist, Chinesisch oder Koreanisch oder Japanisch. Auf jeden Fall finde ich das eine super Idee, weil wir können ja aktuell nicht reisen und sie wollen quasi den Jet Set zu uns bringen damit, dass man sich so ein bisschen pflegt und verwöhnt, gerade in dieser kalten Dezemberzeit, finde ich das eine tolle Idee und deswegen mache ich das natürlich sehr gerne mit euch auf. Und wir starten einfach mal mit Türchen Nummer 1 und was ich total schön finde, das ist direkt ein deutsches Türchen und hier steht Friede drauf, das heißt, schauen wir doch mal rein, was in Friede drin ist. Wir starten einfach mal mit dem ersten Türchen. Und zwar ist das von I'm From. Von dieser Marke habe ich mir letztens bei YesStyle eine Maske bestellt. Und das ist hier ein Fig Cleansing Balm, also mit Feige. Und die haben immer so natürliche Inhaltsstoffe. Ich hatte mir zum Beispiel eine Maske mit Honig bestellt, die auch ziemlich cool ist.
Und hier steht drauf, dass es eben so eine Sorbet-Textur hat und das Make-up entfernt. Ich werde diese ganzen Sachen natürlich austesten und dann später auch mal in einem Review-Video euch zeigen. Ich habe übrigens schon ganz viele Reviews über diese asiatischen Kosmetikprodukte gemacht, also immer unterschiedliche. Ich habe bestimmt 5, 6 Videos dazu auf meinem Kanal. Schaut da gerne mal rein und ich habe auch einen Rabattcode generell bei YesStyle, wo ihr 10% sparen könnt. Ich weiß allerdings nicht, ob das auf den Kalender gilt. Sobald ich das weiß, schreibe ich euch das in die Infobox. Das wollte ich jetzt nochmal im Vorfeld loswerden, bevor ich das nämlich ganz vergesse. Aber diese Marke hier, die ist aus Korea, die ist richtig cool. Und ich mache das mal eben auf. Es trifft sich so gut, dass das drin ist, denn mein Öl von Purito, auch eine asiatische Marke, ist gerade leer. Und mein anderer Cleanser, der so ein Balm ist, ist auch fast leer. Und deswegen werde ich das natürlich gerne testen. Mal gucken, ob das nach Feige riecht. Hier kommt auch so ein Spatel mit. Das ist immer alles super, super gemacht. Ups. Es riecht einfach nur ganz dezent. Ganz angenehm. Ich weiß gar nicht, ob es nach Feige riecht. Aber es riecht ziemlich gut. Und das ist halt so ein Balm, womit ihr euch abschminken könnt. Und wie gesagt, ich will mich jetzt nicht zu lange an jedem Produkt aufhalten. Ich freue mich total, das auszuprobieren. Und werde euch dann berichten, wie ich das gefunden habe. Ja, wir weiter mit Türchen Nummer 2. Pilas. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das heißt, muss ich sagen. Und hier war etwas offen, aber es ist nicht schlimm, weil es ist verschlossen sozusagen. Der Deckel kam nur so. Vielleicht, dass man weiß, dass es zu ist und dass man es erst abmachen muss. Und zwar von Aromatica, ein Rose Infusion Cream Cleanser. Ich hatte von dieser Firma ein Rose Tonic Water, was so auch mit Öl war. Das war roch unglaublich gut. Und das ist einfach der Cleanser dazu. This Dense Rose Foam removes makeup residue. With the powerful moisturizing essence of natural damask rose and superberry, it leaves the skin moisturized and smoothed after cleansing. A cleanser made with plant-derived ingredients. Super. Es ist vegan und übrigens, das wollte ich auch noch dazu sagen, für all diejenigen, die sagen, oh Gott, ich will nichts mit asiatischer Kosmetik zu tun haben, wegen Tierversuchen oder so. Also diese Produkte, die meisten sind vegan und tierversuchsfrei, logischerweise, weil in Korea sind die meisten Produkte tierversuchsfrei und die meisten Produkte kommen aus Korea oder Japan und nur weil China diesen Ruf hat, heißt es noch lange nicht, dass alle asiatische Kosmetik nicht vegan ist oder mit Tierversuchen getestet wird. Wollte ich nur mal erwähnen, weil hier steht es auch ganz explizit drauf und ich habe zu 90% die Produkte, die ich davon getestet habe oder so, sind vegan und tierversuchsfrei. Nur, dass ihr das wisst. Nicht jedes Produkt, aber wir werden es sehen. Ich werde es euch sagen, soweit es mir auffällt. Ne? Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ne? Aber eine Beschreibung ist übrigens nicht mit dabei zu den Produkten. Es steht auf den Produkten drauf. Ihr könnt bei YesStyle in den Shop mal schauen. Die haben auch häufig eine deutsche Beschreibung. Nicht immer, aber immer öfter. Und ich werde versuchen, euch die deutsche Beschreibung ein bisschen einzublenden, wenn ich ein Produkt besonders interessant finde. Ich freue mich gerade so tierisch über diesen Kalender. Ich kann es gar nicht. Ich weiß auch nicht. Irgendwie gefallen mir diese Produkte meistens besser als andere Produkte, muss ich ehrlich sagen. Insofern, ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt noch kommt. Weiter geht's mit der Nummer 3. Und hier steht drauf Hope, für Hoffnung. Okay, das kann ich noch lesen. Gucken wir mal, was da drin ist. Das ist ein riesen Ding hier. Guck mal so. Mehrere Masken. Oh, das ist ja cool. Hä? Sonst sind ja immer in solchen Kalendern nur eine Maske. Och, da kann ich euch auf jeden Fall mal eine separat auch verlosen. Und zwar sind das Pink Raccoon Hydrogel Eye and Cherry oder was soll das sein? Eye and Cheek Patch. Ah, okay. Für die Augen und die Wangen. Und ein Raccoon ist doch ein, was war denn das nochmal, so ein Stinktier, kann das sein? Auf jeden Fall, hier sind 3 Paare drin. Einmal ein Paar für die Wangen, einmal ein Paar für die Bäckchen und für unter die Augen. Also quasi hier, hier und hier. Finde ich richtig gut. Und das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, ne? Sehr schön. So, und in meiner kleinen Mini-Verlosung, quasi für diejenigen unter euch, die kein Instagram haben, werde ich auf, 5 Stück sind hier übrigens drin, werde ich auf jeden Fall 1 mal verlosen. Damit ihr das auch ausprobieren könnt und im Endeffekt nehmt ihr an der Verlosung genauso teil wie die anderen an der anderen. Ihr gebt einfach nur kein Instagram-Profil an, weil ihr keins habt. Dann nehmt ihr automatisch an meiner Mini-Verlosung teil sozusagen. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Und jetzt geht's weiter mit der Nummer 4.
Ich glaube, dieses Video wird was länger. Schnappt euch lieber schon mal was zu essen und zu trinken, weil hier werde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr quatschen. Ich hoffe, das ist okay für euch, denn viele wissen nicht, was diese asiatischen Produkte können oder wie so meine Erfahrung ist. Manche haben diese Videos vielleicht noch nicht gesehen. Und deswegen denke ich, ist es schon hilfreich, wenn ich dazu ein bisschen was sage und euch nicht nur ein Produkt in die Kamera halte. Ich denke, da gibt es genug andere Kanäle, die das machen. Wenn ihr das lieber wollt, dann bin ich wahrscheinlich der falsche Kanal. Machen wir jetzt weiter mit der Nummer 4. Hier, die 4 ist hier und die ist super klein. Oh, das könnten Lidschatten sein, oder? Better Than Eyes steht hier drauf. Ich nehme mal eine Schere und mache das Ganze mal auf. Och, guck mal, das ist ja toll. Das sind ja richtig coole Farben für den Herbst, würde ich sagen. Von der Firma Roam End. Und ich mache es mal auf. Boah, das sieht schön aus. Das sind richtig süße Farben. Aus Korea ist das auch. Das werde ich auf jeden Fall gerne mal testen. Ich swatche es mal gerade für euch. So sieht das Ganze aus. Oh, die sind aber schön pigmentiert. Schimmerig und herbstliche Töne. Gefällt mir richtig gut. Vor allen Dingen dieser Glitzer ist ja voll geil, ne? Also das gefällt mir und auch das ist so richtig schön für den Herbst ganz gut gedacht. Ich meine, die Lidschatten generell aus Asien, die sind meistens so ein bisschen schwächer. Deswegen finde ich es ganz cool, dass die so stark pigmentiert sind, weil die häufig nicht so ein dunkles Augen-Make-up machen, sondern eher so ein bisschen heller. Und ja, nur dass ihr das wisst. Also das ist ganz normal. Die Mädchen haben da meistens jetzt nicht unbedingt Smoky Eyes. Das ist eher selten. Weiter geht's mit Türchen Nummer 5. Das ist hier. Und hier haben wir von Treuerück, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, eine Cell Energy Mask Formula, Professional Skincare, Perfect Confidence for Your Skin. It's a new concept of prescription skincare mask, which has been formulated with porous powder. It gives excellent deep cleansing and radiant effect. Oh, okay, das hört sich ja super interessant an. Da soll man irgendwelche verschriebenen Ampullen präparieren und dann muss man sie mixen. Oh Gott, ich weiß nicht, was das sein soll. Also das werde ich mal rausfinden, werde ich mal googeln, werde ich mal bei YesStyle gucken im Shop. Wenn ich eine deutsche Übersetzung finde, was das genau kann, schreibe ich euch das hin. Aber auf den ersten Blick weiß ich nicht so genau, was das ist. Es hört sich auf jeden Fall super interessant an. Ich habe von der Firma auf jeden Fall gerade ein Oil Cleanser, der kein Oil ist. Das ist irgendwie so ein ganz irres Ding. Das ist so ein Gelreiniger, der wie eine Ölreinigung funktioniert, aber keinen öligen Film hinterlässt. Also die Firma ist wohl sehr innovativ. Das gefällt mir gerade richtig gut. Das ist auch gerade das Einzige, was ich benutze, was ich total geil vertrage. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was das genau sein soll. Und werde euch das auf jeden Fall hinschreiben. Hier steht einfach Removes Impurities softly, also dass es einfach Verunreinigungen entfernen soll. Also wird es auch irgend so ein Reinigungskram sein, aber eventuell mit Säure, das muss ich mir nochmal anschauen. So, dann geht es weiter mit der Nummer 6 und in Asien, ich meine, die feiern ja eh keinen Advent oder Weihnachten oder so, ne? Die machen das halt für die ganze Welt, diesen Kalender, weil sie natürlich Kunden haben, die aus der ganzen Welt kommen. Ganz viele in Amerika, die bestellen alle bei YesStyle, wenn die sich asiatische Kosmetik kaufen wollen oder die gehen halt zu ihrem Local Retailer sozusagen. Aber wenn sie im Internet bestellen, bestellen die meisten bei YesStyle. Also deswegen wird in der 6 nichts Großartiges drin sein, aber es sind ja alles Originalprodukte, also können wir trotzdem auf was Gutes hoffen, ne? So, und zwar ist hier, ach wie geil, von Claire's ein Fundamental Watery Oil Drop. Das ist richtig geil, das kenne ich schon. Und zwar steht hier drauf, offers the skin the powerful antioxidant effects of oriental tea complex, various fermented filtrates and peptides. This balanced formula combines the energy of a serum and the richness of an oil with green tea essential water from Jeju Island. Take 2-3 drops of the oil, apply morning and night to the face and neck before the cream. Can also use before or instead of serum. Das ist ziemlich gut. Also dieses Zeug ist sehr, sehr gut. Claire's ist auch eine Marke aus Korea. Ich glaube, die ist auch vegan und tierversuchsfrei. Ich glaube, das ist sowas für ganz trockene Haut. Super geeignet. Das ist also quasi ein Mix aus einem Serum und einem Öl. Ich mache es mal gerade auf, um mir das mal genau anzuschauen.
Und vor allen Dingen alles Originalgrößen, ne? Also das kostet bestimmt locker Minimum 20 Euro, 30 Euro. Das Gute ist halt, die Sachen sind generell nicht so teuer. Ach so, jetzt wo ich die Flasche sehe, weiß ich, ich hatte es schon mal. Und ich habe es an meine Mama weitergegeben und sie fand es grandios. Jetzt wo ich das nämlich sehe, weiß ich das. Das ist wirklich ganz, ganz cool. Vor allen Dingen eure Haut ist dann richtig glowy. Das ist für all diejenigen super gut geeignet, die trockene Haut haben. Ich werde das auf jeden Fall meiner Mutter schenken. Die wird sich total freuen. Das ist auf jeden Fall vegan-friendly, steht auch drauf. Und das ist wirklich ganz voll mit Antioxidantien. Das ist ein richtig, richtig cooles Produkt. Aber nichts für ölige Haut, muss ich sagen. So, weiter geht's mit der Nummer 7. Die ist hier oben. Gucken wir mal, was hier drin ist. Oh, könnte das vielleicht mal ein Lippenprodukt sein? Was haben wir denn hier? Und zwar von Moonshot Tint Fit Shine Moodberry. A water coating tint that delivers pure volume and shine. Boah, das wäre ja cool, wenn das irgendwas für die Lippen ist. Also ihr habt hier immer die Beschreibung auch auf Koreanisch oder je nachdem, woher es halt kommt. So sieht das aus. Moonshot nennt sich das. Und ich habe gerade, das hatte ich mir letztens bestellt bei denen, ein Appleberry Lip Oil drauf. Das liebe ich auch ohne Ende. Aber ich werde jetzt das einfach on top auftragen. Ich werde mir das hier vielleicht mal ein bisschen abtupfen. Und ihr seht schon, meine Lippen sind so ein bisschen eingestained von diesem Lip Oil. Deswegen werde ich es mir jetzt ein bisschen abmachen. Da seht ihr aber, wie gut das hält, ne? Also die Produkte sind meistens echt top, ne? So. So schaut das aus. Riecht nach Beeren, würde ich sagen, so ein bisschen. Auch wieder so eine ganz leicht tolle Konsistenz. Fühlt sich ganz frisch an und ich muss sagen, die Lippenprodukte in Asien, die sind halt so, dass man einfach nur so ausschaut, als ob man sich so auf die Lippen gebissen hätte und ob die so ein bisschen frisch sind, so jugendlich. Da ist nichts drüber so, also nicht diese matten Lippenstifte oder sowas, das ist da nicht unbedingt der Trend, ne? Und auch nicht so Full Coverage Lippenstifte und sowas, ne? Das finde ich richtig schön. Ja, richtig schön. Schmeckt irgendwie so bärig. Tolle Farbe. Also das gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Richtig gut. Es riecht auch ganz, ganz angenehm. Also machen wir einfach mal weiter mit der Nummer 8. Und hier ist was richtig Großes drin. Geil. Von Pyeongkangyul. Ein Black Tea Time Reserve Eye Cream. Eine Augencreme von Pyeongkangyul. Sehr, sehr gut. Von denen habe ich ein Ampoule Serum. Oh Gott, das muss ich mir jetzt nachkaufen. Das ist das beste Produkt als Serum für meine Haut, weil es so leicht ist und trotzdem genug Feuchtigkeit spendet. Ich liebe diese Marke. Ich habe davon ein ganzes Set von denen und ich benutze das immer noch, weil das immer nur so große Pötte sind. Und man hat so ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis einfach. Da bin ich jetzt total gespannt. 25 ml für eine Augencreme ist auch super. Häufig sind ja nur 15 drin. Lieber Gott, guckt euch das mal an. Also das ist ja, das ist schon Kunst, muss man sagen. Ne? Das hat jetzt nichts mehr mit einer normalen Augenpflege zu tun. Normalerweise kenne ich das gar nicht von der Marke. Die sind eigentlich mehr so ein bisschen zurückgenommen. Keine Parfumstoffe, wenige, aber dafür sehr, sehr gute Inhaltsstoffe. Gar nicht so teuer. Ja, also mein Serum kostet, glaube ich, 20 Euro und da sind 100 Milliliter drin. Das ist also richtig cool. Aber das kann ich mir vorstellen, ist schon ein bisschen teurer, weil alleine diese Verpackung ist richtig süß mit diesem kleinen Reh oder Hirsch, was da drauf ist. Richtig schön. Oh Gott. Dasselbe auf der Verpackung hier innen drin. Das ist ja richtig toll. Also die Augenpflege werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Pyeongkangyul Black Tea Time Reverse Eye Cream is a multifunctional eye cream with fermented black tea, adenosine and niacinamide, reducing appearance of lines and brightening facial areas around the eyes. Das werde ich auf jeden Fall nehmen. Das finde ich richtig gut. Alleine diese Verpackung ist, finde ich, wunderschön und da freue ich mich total, das zu benutzen. Also, so, machen wir weiter mit Frieden auf Englisch, mit Peace. Und hier ist auch das auch wieder richtig voll. Also die lassen sich nicht lumpen, ne? Das ist nicht so, dass dann man da so eine Maske drin hat, sondern guckt mal hier, habt ihr gleich drei Foot Peelings drin. Das ist ja hart.
Oh Gott, Relax Day Foot Peeling Mask. Wenn das jetzt so eine Maske ist, die die Haut an den Füßen abschält, dann werde ich die gar nicht benutzen. Ja, das ist genau sowas. Das werde ich euch auch auf jeden Fall mal eins verlosen und eins mal irgendwie einer Freundin geben. Davon schält sich dann quasi die Haut an den Füßen, also die Hornhaut. Ich weiß, viele lieben sowas ja total. Jetzt ist eigentlich die richtige Zeit. Ich würde euch nämlich nicht empfehlen, das im Sommer zu machen, weil wenn man offene Schuhe trägt und nach 4-5 Tagen fängt das dann an, dass sich die Hornhaut löst, dann ist das echt ekelhaft, ne? Aber im Winter kann man das eigentlich ganz gut machen. Vielleicht probiere ich es mal. Aber mir ist das irgendwie ein bisschen zu spooky, muss ich sagen. Man zieht sich diesen Socken dann an und dann schält sich die Haut ab. Und ich kann mir halt vorstellen, ich weiß nicht, ob das so ideal ist für die Haut, muss ich ehrlich sagen. Also das ist sowas, das würde ich jetzt persönlich mit Vorsicht genießen. Da muss ja jeder für sich selber entscheiden, ob er das macht oder nicht. Es haben ganz viele meiner deutschen YouTube-Kollegen auch schon Videos dazu gemacht. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen eklig, also auch jetzt schälende Füße zu zeigen. Aber es ist natürlich interessant und die Neugierde überwiegt. Ich gucke mir das ja auch an, aber ich würde es persönlich nicht machen. Genauso wie Dr. Pimpelpopper oder sowas, ne? Das ist schon ein bisschen hart. Weiter geht's mit der Nummer 10. Die haben wir hier. Und hier haben wir eine Calming Cream von Dr. Troubleless. Wisst ihr was? Das ist lustig. Die habe ich gerade von denen zugeschickt bekommen. Die teste ich gerade. Da ist so Sika drin, ne? Und also Centella Asiatica ist als Hauptstoff drin und Green Sika Energy that strengthens Skin Health naturally. Ich finde das ganz gut. Ich teste mich da immer so ein bisschen durch, wenn man so Rötungen hat. Dafür ist das perfekt. Ich glaube, deswegen werde ich euch das einfach mit reinpacken, weil ich gerade eine volle Tube habe, aufgemacht habe und ich finde das ziemlich gut. Ich bin es allerdings noch so ein bisschen am Ausprobieren und das beruhigt halt, auch wenn ihr ölige Haut habt und zum Beispiel viel Ölproduktion habt, soll das das auch ein bisschen reduzieren und generell einfach die Haut beruhigen. Und ich glaube, das kann ja nicht schaden, auch bei öliger Haut. Deswegen werde ich euch das auch in die kleine Verlosung reinpacken. Das ist hier aus Korea von Lab & Company, Skin Lab nennt sich die Marke. Richtig. Dann machen wir weiter mit der Nummer 11. Ups, geht ein kleines bisschen schwierig raus, also nicht extrem, aber... Ah, hier ist was Kleines drin, ich dachte schon gerade. Und zwar ist hier so etwas drin, ich weiß jetzt nicht genau, was das sein soll. Es steht hier auf der Seite in Englisch, Orange Topaz, vielleicht irgendetwas für die Augen. So schaut es aus und vielleicht ist es ein Eyeliner oder ein... Nee, es ist so ein Applikator und ich zeige euch einfach mal, wie das Ganze ausschaut. Ja, das ist so typisch asiatisch, ne? So ein bisschen Farbe und dann Glitzer drauf. Das ist so ganz typisch, aber ich finde das eigentlich ganz süß, ne? Es ist nicht stark pigmentiert. Ich will mal gucken, wie man das aufträgt, weil die Farbe, die da drunter ist, die wischt man relativ schnell weg. Ja, also ich glaube, ich finde die Beauty-Produkte ein bisschen besser als jetzt diese dekorativen Sachen. Aber das ist ja jetzt auch nicht dramatisch. Wenn ihr euch ein bisschen Glitter drauf tupfen wollt, ist das vielleicht auch noch eine Option, ne? Ist nicht ganz meine Farbe. Aber dieses Lippenprodukt gefällt mir. Also Lippenprodukte kann ich euch empfehlen. Bei Lidschatten und solchen Sachen, da ist nicht ganz mein Geschmack, muss ich sagen. Wir machen einfach mal weiter mit der Nummer 12 und die haben wir hier. Und da haben wir tatsächlich eine Mascara und zwar von Mison. Collagen Curling Fix Mascara. Kann ich jetzt schlecht probieren. Ich habe schon Mascara drauf. Ich lasse sie mal zu. Hier ist zusätzlich Kollagen noch drin. Und das soll auch noch helfen, dass man keine Clumpies hat. Und das ist auch nicht verschmiert. Es ist so dermatologisch getestet. Auch, dass man es verträgt wohl. Das finde ich auch ganz gut. Aber wie gesagt, das werde ich einfach mal demnächst austesten. Mascara kann man ja immer gut gebrauchen. Aber ich habe gerade so viele offen. Und die haben ja immer nur 6 Monate Haltbarkeit. Dann lasse ich das mal zu. So, weiter geht's mit der Nummer 13. Ich bin auch eher heiß auf die Skincare-Produkte, muss ich sagen. Und hier haben wir von By Wish Trend ein Sulfur 3% Clean Gel. Das sieht so ein bisschen aus, als ob das irgendwelche Säuren sind. Contains Sulfur, which energizes tired skin to be healthy. Sulfur 3% Relief and Smoothing Weightless Gel Texture. Ich weiß nicht, was Sulfur ist, muss ich ehrlich sagen. Contains Hyaluronic Acid, which hydrates the skin, and Sulfur, which energizes tired skin to be healthy. Es soll halt irgendwie müde Haut Energie bringen, aber was halt Sulfur ist, habe ich noch nie gehört. Das ist das Einzige, ne? Weiter geht's mit der Nummer 14 und das ist Glow, steht hier. Und das ist ein All Care Recovery Seeker 8
Maske, Pad, whatever. Mal gucken, was das ist. Das sind Patches. 51 Patches. Ah, Anti-Scar at Once. Das ist ja cool. Das sind wahrscheinlich so Anti-Pickel-Patches. Wenn man mal einen Pickel bekommt, kann man das einfach draufkleben und 4 bis 8 Stunden warten und dann ist der Pickel weg. Steht hier hinten ganz gut erklärt. Sehr gut. Mein Mann kriegt ab und zu mal Pickel. Und ich ab und zu auch. Ich hatte jetzt letztens einen hier mittendrin. Und dann nutze ich sowas ganz gerne. Das werde ich gerne mal austesten. Bin ich gespannt, ob das was bringt. Are you looking for an acne patch that has a soothing effect and prevents scarring? Also, dass man keine Narben bekommt. All Care Recovery Sika 8 can solve all your skin troubles at once. Hydrocolloid helps keep newly healed skin intact. Trouble Soothing with Purito. Und mit von Purito, von der Marke, habe ich ein Reinigungsöl, was ich richtig geil finde. Also die Marke ist richtig toll. Ich habe da auch Sonnencreme von, die ist auch sehr toll. Das ist eine richtig coole Marke auf jeden Fall. So, wir machen mal weiter mit der Nummer 15. Und das ist ein bisschen größer. Oh, hier ist was Interessantes drin von Ionique. Da wollte ich schon immer mal was von haben. Und zwar ein Black Snail Restore Serum. Powerful Skin Restore. Nourishing and Lifting ist es wohl auch noch. Und Brightening and Wrinkle Care. Okay. Hört sich sehr, sehr interessant an. Kommen wir weiter mit der Nummer 16. Und hier haben wir Zika Powder drin. Und zwar ist das wohl von COSRX. Die Marke ist auch ganz cool. Die kenne ich auch schon. Die kommt auch aus Korea. Und hier steht drauf, place a proper amount of a toner or serum onto your palm and dispense the Zika powder. By lightly tapping the bottom of the container, thoroughly mix and apply the mixture evenly to your skin. Okay, also man soll es entweder mit einem Serum oder mit einem Toner mischen. Also mit einem Toner seiner Wahl quasi. Kann man das einfach mixen und dann muss man mal gucken, was das dann bringen soll. Also wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung. Ich schreibe es euch hin, was es bringen soll. Es ist irgendwie eine Lösung für irgendein Problem. Was das Problem aber sein soll, das schreibe ich euch hier hin. Und wenn es mich betrifft, werde ich es ausprobieren. Und wenn nicht, werde ich es euch verlosen. Guter Deal, oder? Zika Powder. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch wieder so ein bisschen für so ölige Haut ist. Wenn man Rötungen hat, wenn man unebene Haut hat und sowas. Ne? Ich meine, zum Teil betrifft mich das schon auch, ne? Weiter geht's mit der Nummer 17, die ist hier unten. Brightening Sleeping Mask von Yuya Niacin von Some By Me. Und diese Maske enthält Niacinamid und Yuya. Ich glaube, das ist so Yuzu und das sind Fruchtextrakte. Citrus Junos Fruit Extract. Ich weiß nicht, ob das was für mich ist und ich muss ehrlich sagen, ich habe davon eine kleine Mini-Probe, die ich noch nicht probiert habe. Das heißt, ich werde, glaube ich, erstmal die probieren, bevor ich das jetzt teste. Ich muss mit Fruchtsäuren aufpassen, aber wenn ihr sowas nehmt und ihr habt eine nicht so empfindliche Haut, dann kann das eure Haut schon ganz gut aufhellen und ihr müsst vor Brightening jetzt keine Angst haben. Mit Brightening meinen die nicht, dass ihr weiß werdet, sondern dass ihr eure Pigmentflecken oder Altersflecken, die durch Sonnenschäden entstanden sind, quasi wieder aufhellen könnt. Das ist eigentlich, was damit gemeint ist. Es gibt natürlich auch so Weißungspuder und Cremes, das haben die auch. Aber wenn hier auf so einer Creme Brightening draufsteht, braucht ihr keine Angst haben, dass ihr dann weiß werdet. Das ist nämlich nicht damit gemeint, sondern es soll einfach diese Age-Spots, diese Pigmentflecken einfach aufhellen. Und das geht meistens gut mit Fruchtsäure. Ich habe aber da bezüglich dessen keine Probleme. Und ich glaube, ich werde das einfach auch mit mal an euch verlosen. Hier geht es weiter mit der Nummer 18. Aber ich finde es bis jetzt schon richtig cool, mal was Neues auszuprobieren. Und hier haben wir, glaube ich, wieder irgendwie ein Make-up-Produkt drin. Clavu Urban Pulsation Velvet Lipstick Marsala. Okay, I will give it a try. Aber jetzt, ihr seht ja, wie das ausschaut. Es glänzt leicht. Oh, ich finde es so schön. So, das ist der Lippenstift. Er fühlt sich super hochwertig an. Total schwer. Das ist die Farbe. Das sieht ziemlich gut aus, muss ich sagen. Ich werde das mal swatchen. Oh, das ist ein richtig schöner Ton.
Ich werde mir den, glaube ich, auch mal auftragen. Wenn ich das jetzt hier abmache, seht ihr das gleich mal. Ich habe hier einfach nur so ein feuchtes Tuch, ne? So ein feuchtes Kosmetiktuch. Und die Lippen sind auf jeden Fall gestained, ne? Ich könnte jetzt einfach nur einen Lippenbalsam drüber machen und hätte Farbe auf den Lippen. Okay, ich werde einfach mal den Lippenstift probieren, weil ich weiß, ihr wollt auch immer, dass ich das ausprobiere. Oh, das ist echt eine coole Farbe. So ein bisschen matt sieht es direkt aus. Es riecht irgendwie wie Nivea oder irgendwie sowas. Und es hat eine ganz interessante Form, weil der nur auf einer Seite nach oben geht. Ganz witzig. Tolle Farbe, finde ich. Richtig gut. Und war relativ einfach auch aufzutragen. Ist auf jeden Fall matt, aber nicht austrocknend. Also fühlt sich überhaupt nicht trocken an oder so, ne? Gar nicht. Also irritiert mich jetzt etwas. Klavu nennt sich das. Schmeckt wie ein regulärer Lippenstift irgendwie. So ein ganz klassischer Taste, ne? Färbt ein bisschen ab, aber nicht viel. Ja. Lasse ich jetzt mal drauf, würde ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Also Lippenprodukte sind anscheinend wirklich der Shit in Asien. So, weiter geht's mit der Nummer 19. So, und hier drin haben wir wieder irgendwie so eine Maske. Ein Lip Jelly. Was ist denn das? Vielleicht ist da drin das Produkt. Ich mache es, glaube ich, mal auf. Auch auf die Gefahr hin, dass es dann nicht mehr zugeht. Also jetzt, dass da irgendwas rausläuft. Aber ich glaube, hier drin ist irgendwie eine Tube oder so. Ist ja wieder mal eine total süße Verpackung. Aber hier steht halt nichts drauf, ne? I'm Lip Jelly. Okay, open here. Okay. We open this mal. So. Ah, okay. Also einfach nur ein ganz normales Lip Gloss, wenn ihr so wollt. Das sieht süß aus, aber ist jetzt nichts, sag ich mal, Spezielles. Und so kommt das raus. Vielleicht riecht es auch noch nach irgendwas. Ich lasse es jetzt, weil ich habe jetzt diesen Lippenstift drauf, der mir echt gut gefällt. Ich will jetzt mal gucken, inwiefern der in die Fältchen reinkriegt. Weil aktuell tut das noch nicht und aktuell gefällt es mir sehr gut. So, ich muss jetzt die 20 gerade mal rausholen, denn hier steht nämlich drauf Mut. Das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Und hier ist was Großes drin. Und zwar, ach, ist das geil. Das ist ja total schön, was hier drin ist. Und zwar von Isntree. Ich glaube, Isntree sagt man. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und das ist ein Hyaluronic Acid Water Essence. Also eine Essenz, die Hyaluronsäure enthält. Und ich habe den Toner davon jetzt schon das zweite Mal nachgekauft. Das ist der absolute Hammer. Das ist mein absoluter Lieblingstoner. Da kommt irgendwie auch gar nichts ran. Das ersetzt mir auch ein Serum. Und das ist jetzt noch eine Essence. Die könnte ich dann direkt danach auftragen oder vielleicht auch anstatt dessen. Und zwar take 2-3 drops at the basic skincare procedure and massage into the skin with the palms for absorption. Das ist cool. Und vor allen Dingen sowas vertrage ich auch, weil da ist eigentlich nur Hyaluronsäure drin und noch ein paar Feuchthaltemittel. Also irgendwie irgendetwas, was noch so ein bisschen Textur gibt, was so ein bisschen auf der Haut bleibt, dass es nicht nur so wegverdampft, ne? Also das ist so schön an diesen Geschichten und boah, das sieht ja voll gut aus, muss ich sagen. Guck mal hier. Und ach, das zeige ich euch jetzt mal, weil das werde ich auf jeden Fall benutzen. Das ist eine Water Essence. Moisturizing Essence for Dry Skin. Strengthens the weakened skin barrier. Boosts Hydration for Skin. Genau das Richtige für mich. Das werde ich jetzt direkt als nächstes mal ausprobieren. Oh ja, das ist super. Ich sehe das schon von der Konsistenz. Das sieht nämlich ähnlich aus wie mein Serum von Pyunkanyul, was jetzt aber fast alle ist. Dann werde ich das direkt danach nehmen. Und ihr seht schon, das ist nicht nur so ganz slippery, sondern das ist halt, man hat ein bisschen Textur dahinter, ja. Trotzdem zieht es ganz schnell ein. Es hat null Geruch, gar nicht. Ihr habt einfach nur richtig schön Feuchtigkeit, gerade jetzt für den Winter. Geil, das werde ich so gerne ausprobieren. Ach, und ich merke, hier ist auch wie so ein leichtes Öl noch mit drin, weil da bleibt etwas auf der Haut zurück. Das ist nicht so, dass es einzieht und man dann quasi nur noch Haut spürt und dass es so trocken ist, sondern hier bleibt ein bisschen,
Fett, also aber dann nur minimal, ne? Also jetzt zieht es schon auch ein. Es ist eine ganz irre Konsistenz. Freue ich mich. Sehr, sehr schön. Das war in der 21. Das ist ein AC Clear Spot Magic Powder. Spot Care Powder. Soothes Troubled Areas, Relieves Skin Irritation, Intense Night Care Solution for Troubled Skin, Highly Concentrated Powder, Soothes and Relieves Skin Irritation, SOS AC Care Formula. Okay, also auch wenn man Pickelchen hat wahrscheinlich, ne? Und auch das kommt aus Korea. Werde ich mich mal einlesen, was das genau ist, aber hört sich erstmal super an. Jetzt weiter mit der 22. Und hier sind wieder vollgepackte Masken drin, ey. Voll gut, ne? Noch mehr. Also die nutzen den Raum dann wirklich aus, ne? Und ich habe mir schon so viele gute Tuchmasken da von YesStyle bestellt. Wahnsinn. Oh, das ist eine Probiotic Relief Mask. Oh, das könnte was für meine Haut sein. A Probiotic Mask with Super Probiotics helps to control skin condition, creating a luminous and healthy looking skin. Das hört sich toll an. Hier stehen leider keinerlei englische Inhaltsstoffe drin. Das muss ich echt erstmal checken. Aber von der Firma Neogen Dermalogy. Also, da bin ich sehr heiß drauf. Ich werde euch auf jeden Fall trotzdem mal eine Maske mit in die Verlosung packen, weil hier sind 5 Stück mit dabei. Das ist ja super genial, ne? Also, in den meisten deutschen Kalendern ist dann halt eine Maske mit dabei. Gut, ich meine, die kosten dann auch nicht so viel wie das. Das muss man auch sagen. Es ist ja auch ein guter Preis, der Kalender. Aber ich finde es schön, wenn es einem gefällt, hat man gleich ein bisschen mehr und nicht nur eine Maske, sondern kann das gleich ein bisschen ausprobieren. Ne? Hier unten haben wir die 23 noch. Ah, das ist ja genial. Von VDL. Ich glaube, das ist auch eine koreanische Make-up-Marke allerdings. Und das ist wohl ein Primer, ein Lumi Layer Primer. Boah, das ist ja klasse. Da bin ich auch total gespannt. Das ist ja cool. Schaut mal, wie der aussieht. Voll genial, voll das hochwertige Ding, ne? Okay, ich schau mal gerade. Der irgendwelche shimmery Aspekte hat oder so. Ja, ach du lieber Gott. Okay, das war ein bisschen viel. Schaut mal. Der ist so ein bisschen luminös, würde ich sagen. Riecht, ist ein bisschen parfümiert sogar, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Aber man kriegt so ein richtiges Strahlen. Krass. Aber das sieht ziemlich gut aus. Also jetzt im Gegensatz, also hier habe ich es jetzt auch drauf, aber wow. Also man kriegt wirklich so ein richtiges Strahlen, ne? Das ist klasse. Also den werde ich gerne mal testen. Hammerhart, ne? Und es riecht so frisch nach, ich würde sagen, so ein bisschen Nivea-Duft. So in der Art. Also nicht unangenehm. Sehr, sehr schön. Lumilayer Primer von VDL. Schöne Kappe, total wertig. Das Ding ist total schwer mit einem Glasflakon. Und man hat dann so eine glowy Skin, wenn ihr so wollt. Ne? So, und jetzt machen wir die 24 auf. Trommelwirbel. Oh, und hier ist irgendwas ganz Großes drin. Komm, ich mach's mal so. Wow, von Agatha, das ist ja cool. Von der Marke habe ich einen Reinigungsbalsam. Was ist denn das hier? Ein Lookbook. Face Contour Lookbook. Das hört sich ja interessant an. Okay, also eine Gesichtspalette. Und diese Marke ist total süß mit diesem kleinen Hündchen drauf. Und ich habe jetzt ihr Reinigungsbalsam komplett aufgebraucht. Das ist ein absoluter Traum, das Balsam von der Marke. Es lässt sich komplett abwaschen. Das liebe ich daran. Und jetzt bin ich gespannt. Also ich habe da schon gute Erfahrungen mitgemacht und deswegen freue ich mich da noch ein bisschen mehr auszuprobieren. Agatha Face Contour Lookbook. Okay. Hört sich ja echt interessant an. Ach, guck mal, wie süß das ist hier. Hier noch so ein Ding drauf. Und hier stehen die ganzen Inhaltsstoffe auch noch drin. Und das sieht aus wirklich wie so ein Buch, ne? Lalalala. Boah, das ist ja toll. Das ist ja voll geil. Das sind 3 Highlighter-Töne. Das ist ja cool. Dann ist das hier unten ein Konturton oder ein Bronzer, für was auch immer ihr das nehmen wollt. Und 2 unterschiedliche Blush-Sorten. Und ich werde es euch einfach alles mal gerade swatchen. Hier ist irgendwie ein... Ah ja. Ach, das ist so. Man kann es einfach
zum Schutz quasi ist das da drauf. Okay, ich swatche euch erstmal die Highlighter, ja? Das ist die oberste Reihe. Die Highlighter werde ich euch als erstes mal swatchen. Okay, die sind krass. Das ist voll meine Liga. Geil. Okay. Ich mache es jetzt hier auf diese geprimte Haut, ja? Wow, 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 wow. Das ist richtig gut. Also man könnte es auch als Blush-Topper nehmen. Oh mein Gott. Das ist ja voll geil. Also es ist eher für helle Haut geeignet. Dieser hintere, der gefällt mir am allerbesten. Das ist dieser hier gewesen, Sahara Glow. Und dann swatche ich euch direkt mal diese hier unten drunter. Einfach mal auf die andere Seite. Krass, ey. Das Orange ist auch heftig. Okay, das ist ein bisschen weniger pigmentiert, generell. Aber auch sehr, sehr schön. Und der Bronzer, der ist eher was oder Contour für helle Haut. Aber ich glaube, dass er sogar auch bei mir sichtbar ist, weil ihr seht ja, man sieht ihn auch auf der Hand. Und der Blush ist auch sehr schön. Ich könnte mir vorstellen, die ganz schön zu mixen, ne? Also, das ist richtig cool, finde ich das. Richtig gut. Also summa summarum hat mir das richtig gut gefallen. Ich wasche mir gerade die Hände und dann kommen wir zu meinem finalen Fazit. Ich bin mega begeistert, mal wieder richtig viel neue asiatische Kosmetik auszuprobieren. Ich gebe euch einfach noch mal kurz einen Überblick, was in dem Kalender drin ist. Angefangen hat es mit dieser Fig Cleansing Geschichte, diesem feigen Reinigungsbalsam von der Marke I'm From. Da bin ich super gespannt, das mal auszuprobieren, wie mir das gefällt. Dann freue ich mich mega auf die Augencreme von Pyunkhan Yul. Alleine dieses Design von dieser Umverpackung ist schon der absolute Kracher. Dann bin ich gespannt, was diese anderen Sachen, wie dieses Troya Ruiki Cell Energy Mask, was die kann, das weiß ich noch nicht genau. Mascara werde ich noch testen und auch Lidschatten. Ich finde es aber schön, dass auch ein bisschen dekorative Sachen drin sind. Dann haben wir ein paar Sachen, um gerötete Haut auch entgegenzuwirken oder auch Pickel vorzubeugen. Dann haben wir noch was für die Reinigung. Dieses Sulfurgel, müssen wir schauen, was das ist. Das werde ich euch eingeblendet haben. Dann haben wir diesen Hyaluronsäure-Serum von Instree. Da freue ich mich mega drüber. Dann haben wir unterschiedliche Masken. Natürlich diese Hydrogel-Augenpatches, die ihr auch für die Wangen nehmen könnt. Das finde ich interessant. Dann haben wir diese Fußmaske, ein Black Snail, also ein Schneckenschleimserum, finde ich auch interessant. Zika-Puder, ein paar Lippenprodukte und die Lippenprodukte fand ich richtig klasse. Also die haben mir eigentlich, die Lippenprodukte haben mir eigentlich fast alle gefallen. Dann haben wir noch diverse, ein Primer, eine Palette fürs Gesicht, unterschiedlichste Sachen. Ihr seht einen kleinen Überblick darüber. Den Gesamtwert, den blende ich euch einfach auch mal hier ein. Also der soll ja über $400 sein. So krass. Ihr könnt alle Produkte auch einzeln übrigens kaufen bei YesStyle. Wenn euch das jetzt inspiriert hat, dass ihr mal einzelne Produkte kaufen wollt, kann ich euch das auf jeden Fall auch empfehlen. Ich habe ja schon zu ein paar Sachen was gesagt. Ich werde euch vielleicht auch ein paar Sachen einzeln verlinken. Ich habe auf jeden Fall einen ganz normalen 10% Rabattcode FrankasFaves, wenn ihr normal einkaufen wollt. Und ich glaube, ab 50 Euro ist die Bestellung auch sogar versandkostenfrei. Es dauert dann nur etwas mit der Bestellung, nur dass ihr da Bescheid wisst. Also ich bestelle ja auch selber da. Und es kann auch schon mal sein, dass es einen Monat dauert, wenn ihr diese versandkostenfreie Option wählt. Ne? Nicht, dass ihr euch dann wundert, aber ihr bekommt halt die Kosmetik und die Pflegeprodukte viel günstiger als in Deutschland und halt auch noch mehr Auswahl, wenn ihr so wollt. Ne? Und ja, wenn ihr ihn gewinnen wollt, wie gesagt, schaut einfach in die Infobox, da habe ich euch das nochmal alles verlinkt. Einfach schreibt mir am besten einfach, welches Produkt euch am besten gefallen hat. Schreibt euer Instagram-Namen dazu. Folgt auch YesStyle auf Instagram und natürlich auch meinem Kanal hier auf YouTube. Ihr könnt mir natürlich auch auf Instagram folgen, würde mich auch sehr freuen natürlich. Aber das soll jetzt nicht Bedingung sein. Ich poste da eh nicht so viel, nur wir können uns dann auch private Nachrichten schicken. Das finde ich auch ganz interessant, weil das geht auf YouTube ja nicht. Insofern folgt mir doch gerne auch da. Ich will es aber nicht zur Bedingung machen, damit es nicht zu kompliziert ist. Okay, ihr Süßen, mir hat es mega viel Spaß gemacht. Das Video ist schon lang genug. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Ich drücke euch die Däumchen. Mich bei der Verlosung. Ich verlinke euch den Kalender unten, wenn ihr ihn euch bestellen wollt. Ich habe mich sehr gefreut, den aufzumachen. Ich glaube, ihr macht damit nicht so viel falsch, wenn ihr asiatische
Kosmetik ausprobieren wollt. Ansonsten kann man natürlich auch immer mal einzelne Sachen ausprobieren. Wenn ich einen Rabattcode habe, steht der auch unten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Hier gibt es nochmal zwei meiner letzten Videos. Hier könnt ihr mich abonnieren und dann sage ich tschüss. Bis zum nächsten Mal.